Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch mal wieder zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Namen Psycho 108. Ja, in dem Folgenden werde ich euch ein bisschen was erzählen über folgende Dinge. Nämlich die Xbox One ohne Kinect und ein Halo 5. Hinweis, keine Ahnung. Ja, der ein oder andere wird es bereits vielleicht mitbekommen haben, denn die Infos sind mittlerweile auch schon ein wenig alt. Aber Tatsache, Microsoft hat schlussendlich sich dazu entschlossen, dass sie die Xbox One scheinbar ohne Kinect verkaufen werden. Und zwar für einen Preisnachlass von 100 Euro. Das heißt nur noch für 399 Euro, sprich 400 Euro, wenn man aufrundet. Und ja, lange gefordert von vielen, ich bin ja immer noch skeptisch. Einerseits jetzt nicht mehr ganz so stark wie am Anfang, hätten sie es von Anfang an gemacht, aber doch immer noch ein wenig. Denn folgendes Problem ergibt sich, wenn man sich mal die 360 ansieht, wo die Kinect das erste Mal vorgestellt wurde. Aber ja, leider nicht von Anfang an, oder was heißt leider? Sie war ja nicht von Anfang an dabei, weil sie erst während dem Lifecycle, während dem Lebenszyklus der Xbox 360 entworfen und erschaffen wurde. Und ist später vertrieben. Wenn man sich die Kinect so ansieht, außer Sportspiele und sonst ein bisschen Zeug, fällt einem eigentlich nicht viel ein, denn die Kinect auf der 360 war ziemlich obsolet. Um nicht gar zu sagen, komplett für den Arsch, denn sie, ja, tja, nicht wirklich viele Spieleentwickler haben sie genutzt. Die Frage ist natürlich, worauf sich das beläuft oder was der Grund dafür ist. Und meine Meinung dazu ist, dass es einfach, als Entwickler möchte man natürlich dafür sorgen, dass das Spiel, das man entwickelt, von möglichst vielen gespielt wird, denn man möchte ja als Publisher seine Gewinnsumme maximieren. Und darum geht es ja hauptsächlich und somit geht es auch darum, den Entwicklern, also die Entwickler an sich sind höchstwahrscheinlich nicht so dahinter, aber sie werden leider gedrängt von den Publishern zumeist, schätze ich mal. Und deswegen werden Kinect-Features, die höchstwahrscheinlich relativ schwer zu entwickeln sind oder zumindest nicht zu den einfachsten Dingen gehören und auch Zeit in Anspruch nehmen, ganz einfach weggelassen, denn wieso sollte man das tun für eine derart vergleichsweise kleine Gruppe an Nutzern, die dann schlussendlich überhaupt diese Features nutzen können. Da ist der Aufwand eindeutig zu groß. Was schade ist, denn meines Erachtens ist die Kinect wirklich eine der großen möglichen neuen Innovationsschritte, die man als Spieler noch miterleben könnte. Viel anderes tut sich nämlich momentan nicht und es ist jetzt auch bis auf diese ganzen Virtual Reality Brillen, wo jetzt auch Sony ihre eigene hat und Oculus Rift wurde ja glaube ich von Facebook gekauft oder irgendwie so, keine Ahnung. Gibt es da momentan ja nicht und das wäre wirklich, also Kinect bietet wirklich viele, viele Optionen und Möglichkeiten, wie man eben innovative neue Features einbringen könnte. Leider stellt sich heraus, dass das kaum einer tut und vor allem die AAA-Games nicht und ich schätze, dass sich das auch in Zukunft nicht ändern wird, weil hoffen, dass die Indie-Entwickler auf der Xbox One ein deutlich besseres Händchen für die Entwicklung mit der Kinect haben werden und die entsprechenden APIs auch nutzen, um sie innovativ in neue Spiele zu verpacken. Denn jetzt schlussendlich mit dem Bundle, das angeboten wird für die Xbox One ohne Kinect, also kein Bundle, wenn man so möchte, oder angeboten werden wird im Juni, falls ich es übrigens noch nicht gesagt habe, ist sicherlich nicht unbedingt ein Grund für die AAA-Games, sich irgendwas für Kinect auszudenken. Was sehr schade ist, da ich finde, dass Microsoft in dem Sinne nicht unbedingt den klügsten Schritt begeht. Vor allem, weil man da eben wirklich viel machen könnte. Andererseits muss man aber auch sehen und entgegenhalten, dass bereits 5 Millionen, ich glaube schon, 5 Millionen Xbox One-Konsolen verkauft wurden, und zwar alle mit Kinect. Und somit ist es doch bereits eine relativ große Zielgruppe, die man als Publisher, Entwickler, sonst was, Studio
ansprechen könnte. Und vielleicht genügt das ja, die Kinect doch nicht ganz in den Abgrund zu stoßen. Ja. Mal sehen, wie sich die Verkaufszahlen der Kinect weiterhin entwickeln werden. Übrigens wird die Kinect dann auch später einzeln erhältlich sein. Und somit für jeden, der sich eine Konsole ohne Kinect gekauft hat, so gesagt, zum Nachkaufen angeboten werden. Genau. Tja, mal sehen, wie viele das dann wirklich auch in Anspruch nehmen werden. Das würde mich wirklich mal wirklich interessieren. Da die Kinect doch auch einige Vorteile bietet, wie ich zumindest oft gelesen habe, vor allem in Form der Bedienung, was bei entsprechend großem Platz und guter Positionierung irgendwo im Wohnzimmer so für die Xbox One ja von Anfang an gedacht war, also nicht so wie ich, bei mir funktioniert die Kinect nicht so gut, weil sie eben ja nicht optimal hier steht. Und da ist es halt wirklich praktisch mit den Voice Commands und Zeug und es erleichtert die Bedienung doch erheblich. Genau. Weiterhin wird es auch noch neue Dinge geben, die noch im Juni kommen. Und zwar auch für die Xbox One. Und ich tippe auch auf für Deutschland. Das wäre einerseits Games with Gold. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, welche ihrer drei Spiele sie denn jetzt kostenlos anbieten wollen. Nein. Mittlerweile gibt es doch. Ich habe mir letztens auf einer Facebook-Seite von... auf der offiziellen Facebook-Seite, um genau zu sein, von... von Xbox wurde genau das nämlich hinterfragt, da haben sich gedacht, irgendein Nutzer hat da gefragt, ja, was, welches eure drei Spiele wollt ihr denn anbieten? Und dann wurde natürlich gleich erwidert, es gäbe bereits 40 Games für die Xbox One. Da damn! Weiß ich, cool wäre, wenn es Spartan Ops wäre, weil das habe ich noch nicht für die Konsole, sondern nur fürs Handy und am Handy spiele ich es nicht und an der Konsole mit Koop wäre sicherlich lustig. Egal. Auch was noch dazu kommen soll, nicht nur Games with Gold, sondern des Weiteren sollen auch noch sämtliche Entertainment-Apps ohne Xbox Live Gold funktionieren. Was für uns höchstwahrscheinlich hauptsächlich nicht so interessant ist, aber für diejenigen Personen in Amerika hauptsächlich, die sich die Konsole für Netflix und HBO und den ganzen anderen Kram gekauft haben, oder Skype, Skype soll auch dazu gehören, also doch auch in gewisser Weise für uns relevant, die können dann ihre Apps auch ohne Xbox Live Gold Mitgliedschaft benutzen. Was sicherlich ganz cool ist. Ja, aber ich glaube, für uns sind da jetzt nicht so viele dabei, die davon Relevanz wären. So, das war aber noch nicht alles, denn zur Xbox One wurde noch etwas vor längerer Zeit, ist auch schon wieder, was heißt längere Zeit, nicht so lange, aber schon ein bisschen her, vorgestellt. Und darauf hat mich auch nochmal der Halo Zocker 360 aufmerksam gemacht. Und mit Hilfe eines Kommentars unter dem letzten Video oder vorletzten Video oder vorvorletzten, ich weiß gerade nicht welchem, unter einem Video auf jeden Fall, nämlich wurde ein Showcase-Video zur Design des Xbox One-Menüs veröffentlicht von Microsoft, irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall recht offiziell. Und zwar auf YouTube, genau. Nun, das Xbox One-Menü ist zwar nicht das allerbeste, aber das ist jetzt auch gar nicht Punkt oder Thema meiner Ausführung, sondern auf diesem Showcase wurde kurz eine Freundesliste gezeigt und in dieser Freundesliste war ein Spieler oder ein Freund der jeweiligen Person halt, die Halo 5 gespielt hat, tatsächlich. Es stand da Halo 5 Infinity Slayer of Haven. Nun ist das natürlich auch kurios, könnte sich lediglich um einen Tippfehler beim Eingeben handeln, an sich natürlich keine dumme Überlegung. Aber da es Halo 4 ja nicht wirklich für die One gibt, könnte man es doch tatsächlich als Hinweis auf Halo 5 deuten. Wobei natürlich klar ist, dass Halo 5 so oder so kommt, aber trotzdem. Was natürlich dann auch noch sehr zur Diskussion anregt, ist, ob das einfach nur ein kleiner Gag war, so als Easter Egg von dem Ersteller des Videos irgendwo bei Microsoft, und Mitarbeiter, der sich gedacht hat, hey, schreibe ich da einfach mal Halo 5 rein, weil lustig, und was gab's denn, Halo, ja, Halo 4, Infinity Slayer, Haven, passt schon. Ob das einfach nur Platzhalter sind, oder ob tatsächlich dies der Wahrheit entspricht. Denn Infinity Slayer, der Name an sich, auch wenn es nicht wirklich klug wäre, ihn zu übernehmen, da mit Infinity Slayer die meisten wohl höchstwahrscheinlich eher negative Erinnerungen mit sich tragen, ist es trotzdem möglich, dass Spieltypen immer noch das Infinity im Namen haben werden, denn der allem Anschein nach wird auch die Infinity in Halo 5 immer noch eine wichtige Rolle spielen und somit ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Haven hingegen jedoch schon, weil man bis
hier eigentlich eher selten gesehen hat, dass selbst wenn es ein Remake wäre, den Namen 1 zu 1 übernehmen. Naja, somit ist es höchstwahrscheinlich einfach nur ein Gag gewesen, um so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Alle Links zu diesen Infos findet ihr natürlich auch nochmal in der Beschreibung. Nochmal danke an alle, die da Tipps gegeben haben. Das wäre in diesem Fall Halo Zocker 360. Oder ich glaube nur Halo Zocker heißt der hier. Ich sag nur 360, ich glaube früher hieß er mal so, oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ja, damit wär's das auch schon wieder mit diesem Video. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao und tschüss. Danke. Jetzt hat sich das gesperrt. Was muss ich eingeben? Mein Passwort. Wie war mein Passwort? So, zack. Okay. Sturz. Anfrage bestätigt. Abschüsse zum Sieg. Vorbei. Sieg.